Hallo und herzlich willkommen, Reisende durch das Universum, zurück zu The Armageddon Continues. Und ich hoffe, man hört das nicht ganz so sehr raus, aber meine Stimme ist ein bisschen am Schwächeln, weil ich scheinbar ausgerechnet heute ein bisschen mehr am Kränkeln sein muss. Aber manchmal ist das halt so. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch einen wunderschönen Feiertag. Und beim letzten Mal bin ich extra hierhin zurückgelaufen. Hier bin ich ja nicht hingegangen, weil, ich habe keine Ahnung, weil es hier da drüben irgendwie weiterging. War das hier unten? Ich glaube, es war irgendwie hier unten, oder war das? Ich habe keine Ahnung mehr, aber, wir gucken einfach mal. Okay. Ich habe da so einen Gedanken, dass das hier noch kompliziert werden könnte. Oder es, vielleicht sogar mehr als das. Mal sehen. Oder kam ich von da? Ich glaube, ich kam von da, oder? Ich glaube, ich kam von... Ja, wow, das ist der Anfang. Sehr schön, Mann von Chicali-Netzwerk. Sie haben sich wunderbar hier auch vorbereitet. Nämlich, naja, gar nicht. Ich glaube, das kann man so festhalten. Okay, das heißt, man muss irgendwie nochmal zurückkommen. Aber das war ein gigantischer Krampf, da hier wieder hochzukommen. Hier muss doch irgendwo dann eine Art Shortcut sein. I don't know. Okay, aber weil das war echt ein Krampf, da wieder hinzukommen, weil, reden wir einfach nicht darüber, wie lange das gedauert hat, weil das endet nur sehr, 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 sehr traurig. So, hier war ich ja schon, aber was habe ich denn hier überhaupt gemacht? Habe ich hier denn nicht den roten Key hergehabt? I don't know. Oh wow. War ich da oben schon mal? Ich glaube, ja. Dieses Level ist ein wenig groß. Ich habe auch keine Erinnerung mehr daran. Also absolut gar keine. Von daher. Das ist halt so das Problem, wenn man die Sachen nur alle 12 bis 14 Tage aufnimmt. Das war aber tatsächlich ziemlich strong gespielt gerade von mir. Also ab und zu muss ich mich auch mal loben, weil das war wirklich strong. So. Aber ja, wie man sich das schon denken kann, brauche ich den freien Tag dann doch ein bisschen, um mich zu erholen, weil ich bin ein wenig fertig. Hier war ich aber schon mal. Das hier kommt mir nämlich bekannt vor. Gut, man könnte auch von da drüben springen, das wäre wahrscheinlich simpler. Wow, komm. Aha. Ja, jetzt wo ich es geschafft habe, kann ich auch hier lang gehen. Ist da ein Secret? Ich glaube nein. Aha. Ja, that's a problem. Ah. Okay. Der brauchte doch ein paar mehr Schuss. Okay. Eigentlich wollte ich vermeiden, zu oft zu schießen, aber besser einmal mehr als, offensichtlich einmal zu wenig. Ich habe so die Befürchtung. Okay, das könnte leicht problematisch werden.
Okay. Ja, wunderschön. Ja gut, ich meine, so kann man das natürlich auch machen. Ist vielleicht dezent feige oder so, aber okay, vielleicht schieße ich 20.000 mal vorbei. Okay, wunderbar. Ich glaube, da fehlt zwar auf der linken Seite noch einer, aber den holen wir uns einfach später. Wir haben zwei von vier. Und hier kommt doch garantiert noch so einer. Okay. Ja, genau. Okay, ich habe sehr viel Munition benötigt, aber okay, ist das ein normaler Weg, den ich auch gehen soll? Ich meine, klar, ich suche immer nach Secrets und das machen andere vielleicht auch, aber wunderschön. Ja. Okay, gut, das ist quasi nur ein Secret. Ein Secret mit drei Gegnern. Und ja gut, ich meine, das waren jetzt nicht wenige Punkte, aber die waren einigermaßen überschaubar. Damit hätte ich doch rechnen müssen. Eieieiei, Mann von so welches Netzwerk. Wow. Oh wow. Brauchen die fünf Schüsse oder vier? I don't know. Irgendwann mal werde ich das bestimmt noch mal herausfinden. Aber ich glaube, man versteht so langsam, warum ich so oft speichere. Es ist halt leider notwendig, weil ich nicht immer weiß, wann und wo die Gegner kommen. Ja, ich meine, mehr als genug Munition, also. Ja, okay, ich habe jetzt quasi. Die sind aber auch irgendwie schwer zu treffen. Egal, wir haben noch über 100 Schuss, aber wer weiß, wie viele Gegner hier noch kommen. Sollte ich speichern? Ja, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Das sieht so aus, als ob da noch 20 kommen würden. Also so viel Platz wie hier ist. Schuss. Okay, das war slightly unfair. Und ich habe natürlich nicht gespeichert. Ich meine, das wäre ja intelligent gewesen. Ja, Schockhund ist, oder in dem Fall diese Typen sind relativ unvorhersehbar und jetzt nicht so wirklich viel besser zu treffen als normale Schockhunde. Oh, das war really close. Okay, da kommen also noch zwei Stück. Good to know, good to know. Okay, das ist ein Problem.
Gut, dass ich geschossen habe, anstatt vorher zu springen. Oh, gemein, gemein. Auch ein bisschen gemein, dass ich da schlecht hinschießen kann. Das war eh... Oh wow, das war schlecht. Sehr, 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 sehr schlecht. Okay. Es sieht halt alles so aus, als ob es da, da das Ende finden würde, aber das tut es nicht wirklich. Hä, warum schieße ich auf einmal gegen die Wand? Gegen die Wand, vor allem gegen die Decke. Ha. Seltsam. Vorführeffekt. Gut, den anderen sollte ich aber eigentlich ziemlich gut abschießen können, weil das ja eine Ebene ist. Quasi das ganze Level ist so designt, dass es echt Bescheidenes gegen die zu kämpfen. Das Spiel hatte den einen oder anderen Schuss gegessen. Kennt man. Hier ist so viel Platz für ein Secret. Hier kommt doch garantiert noch einer, oder? Ja, natürlich. Ja, klar. Was auch sonst. Okay, den einen hat er blockiert. Ich habe noch 89 Schuss. Gut, ich meine, ich war jetzt ein bisschen verschwenderisch, aber es zeigt auch einfach, wie viel Munition man quasi hier lassen kann. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier prinzipiell richtig gehe. Noch einer hier? Nein, ja, vielleicht. Ja, doch, da unten. Vielleicht sogar schon hier. Aha. Ja, die sind ein Problem hier. Ein kleines, aber ein Problem. Wie lang dieses Level einfach ist, wegen den Hunderten von Gegnern und den langen Laufstrecken. Nicht unbedingt das spaßigste Level per se. Aber naja, ich habe eh am meisten Befürchtung, dass ich mich diese eine Stelle wieder hochquälen muss, wie beim letzten Mal quasi offscreen. Ja, fast dasselbe. Ich muss jetzt nochmal leider einen Schluck trinken. Das tue ich normalerweise während einer Aufnahme eher ungern, aber mir fällt halt auf, wie meine Stimme immer mehr versagt. Was schade ist, weil heute hätte ich ja mehr als genug Zeit zum Aufnehmen. Okay, ich ahne The Grand Finale. Also quasi, ich schieße auf 2 Milliarden Gegner. Oder? Wahrscheinlich ab hier, nee. Das ist eigentlich ganz cool. Ich meine, wenn man es richtig timet. Wenn man es denn richtig timet. So, da kommen garantiert jetzt 5 Ninja Keens. Nee. Tatsächlich nein. Ich meine, ich müsste die nicht erschießen, aber ich tue es. Okay, das ist nur einer, aber das ist noch ein Tor. Und das gibt mir die Hoffnung, dass ich nicht den ganzen Weg backtracken muss. Ja! Schock o Schande, beziehungsweise in dem Fall Ninja Keen. Das wird lustig. Aber es ist immerhin nur einer.
Okay. Das ist halt das Problem, wenn einer der Schüsse abgewehrt wird. Komme ich da raus, wo ich denke, dass ich rauskomme? Oder muss ich den ganzen Weg doch zurücklaufen? Nee, ich komme an einen komplett anderen Ort raus. Aber vielleicht behalte ich ja recht und ich muss nicht diesen ganzen Weg zurücklaufen. Das wäre nämlich very, very painful. Moment. Oh, 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 oh. Ja, that's a problem. That's indeed a problem. Oh mein Gott. Nö. Das war eben so eine schöne Sequenz. Natürlich habe ich jetzt nicht gespeichert. Jetzt nämlich irgendwie damit gerechnet, dass das Level ein Ende finden würde. Wahrscheinlich ist es clever, einen nach den anderen zu bekämpfen. Cleverino. Okay, manchmal treffe ich einfach. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Manchmal treffe ich einfach die Decke. Oh, der hat mich bestimmt nur mit einem halben Pixel erwischt. Kleiner Spaß am Rande. Oh, das war zu nah an der linken Seite. Okay, kommt da noch einer? Bestimmt, oder? Hier ist auch garantiert noch einer, oder? Ja, das lief dezent. Wow. Das lief dezent nicht so gut, würde ich mal behaupten. Immerhin kriegen wir mehr als genug Munition, um der Plage theoretisch Herr zu werden. Praktisch ist das hier alles eher so dezent schwierig designt. Natürlich absichtlich so gemacht, keine Frage. Ich wollte gerade weglaufen, aber der zweite Schuss, der war in dem Fall zu gierig. Los. Nein. scheinbar nicht close. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Schuss. Okay, diese Stelle ist wow. Also wahrscheinlich dachte sich der liebe Entwickler hiervon, dass es zu leicht wäre, wenn man die in der Geraden auf einer Ebene bekämpfen würde. Gut, manchmal unterschätze ich die Geschwindigkeit und manchmal überschätze ich sie. Wenn ich wenigstens mal einen davon ausschalten könnte. Ah, das war dilettantisch umgesetzt. Aber wie lange ich in diesem einen Level bin, weil. Gut, ich meine, ich hatte quasi erst ein Viertel davon gespielt, aber 75% des Levels macht halt. Au. Einfach nur diese Kämpfe aus. Ich meine, ich könnte auch einfach gehen.
sind wir so fair zu sagen, dass ich auch einfach gehen könnte? Boah, die sind, das ist so schwer, die hier zu bekämpfen. Also eins muss man also dem Modder hier wirklich lassen. Das ist wirklich so designt, dass es möglichst painful ist, gegen die hier zu kämpfen. Aber gut. Also eigentlich nicht gut, aber ich meine... Boah, das ist so gemein. Das ist so gemein. Wunderschön. Ja, man braucht ein bisschen Glück mit dem RNG, dass sie halt dann nicht springen in dein Gesicht, sondern halt quasi stehen bleiben, um zu schießen. Weil da können die dich eher verfehlen. Wunderbar. Es hat ja nur, weiß ich nicht, 5-6 Minuten gedauert. Ist ja fast schon annehmbar. Oder ist da noch einer? Gut, ich meine, das hätte ich mir theoretisch sparen können. Aha, wir kriegen jetzt hier eine Keycard. Bitte sag mir nicht. Bitte sag mir nicht, dass ich den ganzen Weg zurücklaufen muss. Okay. Ich meine, wir haben immerhin erneut die Genugtuung, uns hier die Leben zu holen. Okay. Ich wusste nicht, dass da noch einer ist. Aha. Ja. Gut, wir spielen auf hart. Wer weiß, wie viele hier auf normal sind. Wahrscheinlich auf leicht, keine Ahnung, einer. Obwohl selbst einer hier nicht wirklich leicht ist. Okay, wenn ich jetzt wirklich den ganzen Weg zurücklaufen muss. Ich glaube, dann bin ich ein bisschen salzig. Weil das wäre ja irgendwie the most painful backtracking ever. Weil ich ja quasi auch diese eine Stelle wieder hinter mich bringen müsste. Aber ich habe noch Vertrauen darauf, zumindest ein bisschen, dass ich das nicht muss. Das Vertrauen schwindet. Es schwindet sehr. Gut, dass ich alle Gegner auf dem Weg eh schon erledigt habe. Zumindest das Zurücklaufen sollte dann nur nervtötend sein. So. Ich speichere immer mal wieder, weil wer weiß. Da war ja quasi der blaue Key. Das heißt, es ist wirklich gedacht, dass ich den kompletten Weg, den man am Anfang kommt, zurückläuft. Ich glaube, ich muss dazu nicht viel sagen, oder? Ah, hier stimmt, hier war ja noch einer. Hier war ja noch einer. Den haben wir ja zurückgelassen. Den lasse ich jetzt halt einfach mal exemplarisch auch am Leben. Of course, why not though? Da, hier oben war ja quasi der andere Key, ne? Ne, hier sind Punkte, die ich noch nicht eingesammelt habe. Aber ich habe doch schon alles. Kann man hier vielleicht doch zurückgehen und es ist quasi nur die Hälfte von dem Level Backtracking. Oh wow, tschüss. Oh. Nein, das ist quasi nur komplett optional.
so einer Semi-Secret. Oh, Junge. Okay. Was? Hä? What happened? Was ist eben passiert? Wir haben gerade beide nach oben geguckt und es ist ansonsten nichts passiert. Okay. Also, das Spiel will mir quasi sagen, dass ich den kompletten Weg, den ich gekommen bin, auch zurücklaufen muss. Okay, da habe ich einen gelben Key her. Und jetzt kommt the most painful thing ever. Okay, hier hatte ich auch schon alles. Ach, herrje. Ich glaube, wir schaffen heute kein zweites Level mehr, weil dieses Level... Oh, Junge, nein. Ich habe das offscreen gemacht und es hat irgendwie 20 Minuten gedauert. Ja. Kann ich da stehen bleiben? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es so getimed, also so vom Timing her, dass ich sterbe. Ist das dein Scheibenkleister ernst? Oha, es ist theopraktisch möglich. Oha. Ich habe so lange dafür offscreen gebraucht und jetzt schaffe ich das innerhalb von, ich weiß nicht, 3 Versuchen. Aber diese Stelle, ich sag es euch, diese Stelle ist einfach nur grausam. Und kann man dieses Ding hier das, nicht ans Ende vom Level machen und nicht am Anfang davon, so dass man quasi einfach alles noch einmal machen muss. Nur, dass da halt jetzt die Gegner fehlen und es dadurch einfach nur, I don't know, langweilig ist. Okay, ja gut, ich glaube, das war ein Level, oder sagen wir so, das vielleicht sogar mit Abstand schwächste Level. I don't know. Kann man das sagen? Ich würde trotzdem mal hier in das Level reingucken, was uns in Radioactive Fort. Okay. Was uns hier quasi erwartet. Erstmal eine verschlossene Tür. Noch eine verschlossene Tür. Aha. Und noch eine verschlossene Tür. Okay, ich habe so ein Gefühl, in was für eine Richtung das hier geht. Was ist das jetzt? Ist eine Schikadi mein? Nein, das ist eine Sphärefull. Das ist natürlich äußerst unangenehm. Ich glaube, das Level könnte unangenehm werden. Aber an sich bisher muss ich sagen, dass ich die Idee gar nicht so schlecht finde. Ist da ein Secret? Nee.
Also, diese Idee mit den einzelnen verschlossenen Wegen ist gar nicht so schlecht. Aber wir werden sehen. Aha. Ein Robo. Oh. Mehrere Robo-Green. Der sieht aber so aus, als ob der wie der normale Robo-Red funktioniert. Aber halt einfach, I don't know, grünes. Ich weiß, das klingt jetzt total abwegig und so. Secret? Ne, kein Secret. Okay, ich meine, der Remix ist ein bisschen nervig. Der ist jetzt nicht so gut. Mich interessiert, wie der schießt. Okay, ziemlich ähnlich, muss ich zugeben. Okay, wir haben schon wieder Backtracking, aber nicht ganz so schlimm wie beim vorherigen Level. Aber ich würde mal sagen, wir machen hier einen Break. Leider habe ich eigentlich nur etwa ein Level hingekriegt, weil das vorherige Level, naja, so ein bisschen herumgeballer in schwierigem Gelände war und mehr war es ehrlich gesagt nicht. Ansonsten blieb nur der Backtracking des Jahrtausends übrig und das war es eigentlich. Aber gut, meine Modder hat selbst gesagt, das ist nicht wirklich seine beste Arbeit und ja gut. Ich meine, man kann es spielen und ich bin immer wieder dankbar dafür, dass ich überhaupt sowas spielen kann. Mir ist es aber trotzdem wichtig, immer so ein bisschen Verbesserungsvorschläge zu geben oder halt zu sagen, hey, das ist jetzt nicht so gut. Nicht mal um irgendwie Leuten etwas Böses zu wollen, das ist in der Regel nie meine Intention und ich finde auch bei solchen Dingen, die kostenlos angeboten werden, kann man doch auch kritisch seine Meinung äußern, weil die Leute wollen sich ja auch verbessern und ich meine, ich kenne jetzt auch andere Arbeiten von dem Modder, von daher ist das jetzt auch so. Er hat auch schon deutlich bessere Sachen gemacht und manche Sachen sind halt nicht ganz so stark wie andere. Steckt man nicht drin, ist aber an sich trotzdem etwas, was man gerne mal spielen kann. Besonders wenn man so Ballereien mag wie in dem vorherigen Level. Dann ist das, glaube ich, sowieso eher ein Pluspunkt. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Rest von diesem Donnerstag, von diesem Feiertag und wir hören uns dann am Wochenende wieder und ich habe noch keine Ahnung, was es am Samstag geben wird, aber mir wird schon etwas einfallen und in diesem Sinne sage ich wie immer, grüßt mir die Sonne und macht's gut.